Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 14. März. Ich grüße euch ganz herzlich und will gleich mal starten mit der heutigen Beschau zweier Währungspaare. Und ihr werdet es eh schon gesehen haben, unlängst natürlich hier der Euro-US-Dollar im Fokus und im Nachgang dann hier der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Ihr habt es am Freitag sicherlich mitbekommen, wie das ausschaut. Also speziell hier vor dem Hintergrund, ja, dass die EZB hier möglicherweise natürlich ihr Anleihekaufprogramm ein Stück weit ja, zurückrudert dahingehend, beziehungsweise eine Einschränkung vollzieht, etc. etc. Leitzinserhöhungstendenzen damit natürlich noch nicht ausgesprochen, aber so ein Stück weit eben hier ja, durchaus eine gewisse Gratwanderung dahingehend zu dem, was man bis vorher dachte. Also, das hat auf jeden Fall den Euro am Freitag sichtlich beflügelt. Die Frage ist eben nur, wie lange hält das jetzt an? Und genau dieser Tatsache wollen wir uns heute widmen, um eben festzustellen, was hier sozusagen los ist. Deswegen Euro-US-Dollar mit Fake, denn wir hatten hier am Freitag einen Ausbruch gesehen, der jetzt ein Stück weit relativiert wird und US-Dollar hat hier mit dem angenehmen Flow sozusagen. Also bewegt sich hier relativ tendenziell gut in einem Muster, was hier weitere Zugewinne verspricht. Nun denn, schauen wir mal zu Beginn auf den Euro-US-Dollar und hier in den Tagesschart. Wir wollen gar nicht zu sehr ins große Bild gehen. Für das große Bild empfehle ich euch, liebe Leute, hier unseren JFD YouTube-Channel. Hier ohnehin Videos von Jens Glatt aus dem JFD Desktop oder vom JFD Desktop. Das Devisenradar findet ihr hier sowieso als Aufzeichnung. Und hier gab es unlängst auch einen Clip, den ich hier reinstellte zur Frühjahrskonferenz vom Februar. Da ging es speziell um den Dollar, die Tendenzen beim Euro, US-Dollar, British Pfund, US-Dollar und US-Dollar-Yen. Wenn es euch gefallen hat, der Clip macht ein Däumchen hoch, würde mich freuen. Ansonsten natürlich hier der große Blick auf die großen Charts, um euch da mal hier sozusagen über den Tageschart hinaus so einen Eindruck meiner Tendenzen zu entwickeln oder zu geben. Jetzt schauen wir auf den Tageschart. Wir hatten hier auch den Euro letzte Woche im Fokus mit der Tendenz, wenn der sich hier in Richtung 1,0 ja, 67, 1, 0, 66, 50 erholt, genau eben bis in diesen Widerstandsbereich hier, dann könnte das eine mögliche Short-Chance sein. Und das ist, wie gesagt, die Impulskerze vom Freitag aufgrund der Tendenzen der EZB. Dann gab es eben hier aber am Montag das Opening und ja, ein Stück weit Schwäche hat dann hier sozusagen Einzug gehalten. Und das ist genau der Punkt, wo man sagt, hey, wie geht's denn jetzt hier wohl weiter? Mit der Tendenz des blauen Pfeils erlaubt sich hier unter Umständen tatsächlich die Short-Spekulation. Auf das aktuelle Level bezogen wäre theoretisch der Stopp über dem Hoch vom Montag zu setzen. Also hier knapp 75, 80 Pips rund. Das wäre das technische Risiko, sofern man hier praktisch auf die Idee kommen würde, den Widerstandsbereich zu verkaufen. Das entsprechend hier der Risikochance. Und mit der Annahme aus der letzten Woche heraus, dass hier die mögliche Chance in einem ersten Bewegungsmanöver nicht ganz ein CRV von 2 zu 1, aber wenn wir die Tiefs hier vom Januar ansteuern, dann ist das natürlich hier ein Level oder besser gesagt eine Idee, die sich hier natürlich geradezu anbietet, um hier ein Short Investment zu starten, denn das Chance-Risiko-Verhältnis spricht hier klare Bände. Von der grundsätzlichen Ausrichtung meinerseits hat sich nichts geändert. Der übergeordnete Abwärtstrend beim Euro-US-Dollar ist intakt. Wir haben jetzt hier praktisch ein tieferes Low gesehen nach diesem tieferen Hoch vom Februar und im Prinzip fehlt jetzt hier praktisch der nächste Schritt nach unten. Jetzt haben wir hier den Support kurzfristig aufgerissen im Bereich 1,052 rund. Diese Zone ist wichtig. Wenn wir hier hinfallen, aufpassen, was abgeht, denn wenn wir da durchfallen, liebe Leute, dann ist sicherlich relativ schnell klar, dass wir hier Niveaus von 1,035 ansteuern. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Für mich bleibt das Short Setup existent. Sollten wir das Montagshoch überwinden, das ist im Prinzip hier der Risikopuffer, dann ist der Bias sicherlich kurzfristig auf Long zu setzen und dann sehe ich relativ schnell die 1,085. Aber meines Erachtens bleibt der Short Bias hier zu bevorzugen und insofern kann man da hier auch gar nicht mehr viel dazu beitragen. Setup steht. Saisonalität gibt uns nicht wirklich Aufschluss, wie wir hier sehen. Wir haben eine Seitwärtstendenz grob. Im Mai gibt es dann so einen Spike nach unten oder wie gesagt Ende April, Anfang Mai. Das ist noch viel zu weit weg, aber technisch gesehen überwiegt meines Erachtens hier weiter der Abwärtsdruck und jetzt darf mal gespannt beobachtet werden, wie das hier weitergeht. Letztlich aus gegebenen Anlass im Sinne des Rücklaufs hier eine durchaus interessante Chance. Schaut euch den Euro-US-Dollar ruhig mal näher an. Gehen wir noch mal kurz in die Stunde. Wir haben heute ein bullisches Pattern, das will ich aber vernachlässigen, eben vor dem Hintergrund, dass wir hier
vom Preis-Leveling schon unter die theoretischen Tiefs gefallen sind. Wir sind auch unter die Vortagestiefs gefallen. Das seht ihr hier an dieser roten Linie. Jetzt nähern wir uns hier diesem Supportbereich im Stundenchart-Intervall. Ich will euch das mal kurz zeigen, liebe Leute. Wir haben hier bei 1.0.62.30 ungefähr den Zonenbereich für einen Intraday-Support. Hier könnte der Euro-US-Dollar etwas pausieren, aber ihr seht es auch, wir sind deutlich unterhalb des Pivot Points. Wir sind hier in einem Abwärtsimpuls. Jegliche Erholungen, da sehen wir ja auch gerade hier in Richtung des Vortagestiefs, könnten meines Erachtens Short-Chancen sein, um auf dem Bias vom Tagesschart aufzuspringen. Und mit Bruch von 1.0.62.50, denke ich, geht es dann auch weiter bergab. Neue Tageshochs, insbesondere Preise über dem Pivot Point, wären natürlich hier kontraproduktiv für das bärische Setup, aber da warten wir mal ab, was der weitere Tagesverlauf bringt. Schauen deswegen auch kurz auf die News. Wir haben 11 Uhr den ZDW-Konjunkturindikator. Da gibt es immer, wie gesagt, Spannungen. Wird besser als zuletzt erwartet. Also hier entweder die Enttäuschung groß oder hohe. Die News sind genauso wie erwartet. Die Reaktion des Marktes ist, wie gesagt, immer noch eine andere Interpretation. Grundsätzlich geht man aber hier von guten Daten aus. Gut, so viel zum Euro-US-Dollar. Nochmal Reload hier des Charts. 1, 2, 3, allerlei. Wo ist er? Speichern wir nochmal kurz ab. Dann haben wir Euro-US-Dollar bearbeitet und ich, liebe Leute, gehe jetzt mal zum US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, der heute mit leichten Gewinnen glänzt. Hier im großen Bias das Short- bzw. das Konsolidierungsmuster nicht weiter ausgebaut hat. Wir wollen aber gar nicht aufs große Bild, sondern hier in den Tageschart gehen und erzählt auch das, was wir unlängst hatten, nämlich hier eine mögliche Fortsetzung der Dollarstärke. Passt auch zum Euro-US-Dollar. Dollar eher weiter stark. Euro schwach, Schrägstrich US-Dollar Cut hier auch mit einem positiven Bias. Also der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar sollte jetzt hier das Zielniveau von Preisen in Richtung 1,3570 ansteuern. Wenn er das dann praktisch hier attackiert, dann wäre oberhalb dessen im Sinne von neuen Mehrmonatshochs dann auch noch eine nächste Aufwertungswelle möglich, die dann bis in den Bereich von 1,83 reicht, Schrägstrich 1,83, was sage ich, 1,38 reicht und dann gegebenenfalls auch die runde Marke von 1,40 ansteuert. Wichtig bleibt, dass der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, also der Loonie, wie er denn so schön heißt, jetzt hier nicht mehr signifikant unter 1,33 fällt, ist eine runde Hausnummer, ist auch hier ein Horizontal-Support-Level, den es zu verteidigen gilt, wenn die Bullen hier weiter am Start bleiben wollen. Sieht aber meines Erachtens alles ganz gut aus. Schauen wir auch gleich nochmal auf die Saisonalität. Wie gesagt, könnt ihr mir vorstellen, dass wir hier heute einen weiteren Aufwärtstrieb sehen, der dann praktisch die Attacke eben auf das Level von 1,35 zulässt, um dann gegebenenfalls auch den nächsten Move gen oben zu initiieren. Spricht also hier definitiv für eine Dollarstärke, eher auch dann im Kontext, wenn der kanadische Dollar sich schwach zeigt, für eine Ölschwäche, halte ich nicht für ausgeschlossen. Ölpreis dann hier doch nicht im bullischen Flow. Zumindest kurzfristig könnte es hier auch noch tiefere Preise geben, aber den Ölpreis schauen wir uns gegebenenfalls morgen an. Heute, wie gesagt, hier die zwei Währungspaare im Fokus und das soll es dann auch im Prinzip schon gewesen sein. Gehen wir hier unter 1, Moment, ich muss es ein Stück tiefer machen. Unter 1,33 wäre das schlecht. Das heißt, das Währungspaar hat auch ein Stück weit Spielraum zur Konsolidierung, zum Auspendeln nach den starken Bewegungen hier von Ende Februar, Anfang März. Aber ich meine, es könnte hier durchaus fortgesetzt werden. Schauen wir deswegen auch nochmal auf die Saisonalität. Mit Blick auf die kommenden 40 Tage, wie sieht es da aus? Scroll, scroll. Und da haben wir ihn. Und da erhalten wir, wenig überraschend, erstmal eine Seitwärtsrange, ähnlich wie beim Euro-US-Dollar. Aber dann zum April, zum Ende des Aprils hin, das ist noch ein Stück weg, dann könnte es eine Konsolidierung geben. Gut, ob es so kommt, werden wir mal abwarten. Letztlich saisonal auch nicht wirklich jetzt der große positive Bias. Technisch überwiegt auch hier sozusagen die Tendenz und deswegen der Long Bias bleibt wohl erstmal hier bestimmt. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es schon gewesen für den heutigen JFT-Devisenradar. Wenn es euch gefallen hat, auch hier Daumen hoch wie bei der FK oder Frühjahrskonferenz von der VTAD. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen erfolgreichen Handelstag. Vergesst die Stopp nicht und denkt auch dran, immer fair und transparent mit einem Partner zu arbeiten. Und da gibt es eigentlich nur einen. Und das ist JFT. Bis dahin, beste Grüße, euer Chris Kämmerer und tschüss.